Trinflemine und Trinflemino haben keinen Kontakt mehr. Das erzählt mir diese Trinflemine in der offenen Sprechstunde und ich erzähle es euch weiter. Sie haben keinen Kontakt mehr, begegnen sich aber wie zufällig öfter. Wir wissen, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass die beiden geführt sind und wir wissen, dass die beiden ohne ihr Ego sich gegenseitig suchen und anziehen und deswegen auch immer wieder begegnen. Unsere Twinflemine sagt, meistens begegnen wir uns im Auto. Wir kommen so aneinander vorbei und grüßen uns dann auch. Sie grüßt, er grüßt oder er grüßt, sie erwidert. Und jetzt ist das nach über einem Jahr nicht mehr passiert. Also nach über einem Jahr ist er das erste Mal an ihr vorbeigefahren, hat sie ihrer Meinung nach definitiv gesehen. Sie hat ihn sogar in seinem neuen Auto erkannt und er hat nicht gegrüßt. Dann ist noch etwas vorgefallen, wo er sie nicht gegrüßt hat. Ich will da nicht zu sehr in die Details gehen. Und nun ist unsere Twinflemine bestürzt. Ihr könnt es wahrscheinlich nachvollziehen. Vielleicht habt ihr so etwas Ähnliches erlebt. Twinflemino ignoriert euch. Einige von euch erleben ja auch, dass er euch blockiert oder sagt, lasst mich in Ruhe, grüßt mich nicht oder schreibt mir nicht. Die meisten, hoffe ich, auf jeden Fall die meisten, die sich bei mir melden, haben einen guten Umgang miteinander und das hier ist ja auch ein guter Umgang. Man grüßt sich und jetzt ist irgendwie was vorgefallen, zweimal hintereinander grüßt er nicht. Was denkst du, warum das so belastend für Twinflemine ist? Ich weiß, wenn du jetzt in einem anderen Gespräch wärst, also in einem Gespräch mit jemand anderem, würdest du jetzt hören, dann machen wir doch mal die Spiegelübung. Wenn er dich nicht grüßt, wo grüßt du dich nicht? Also hier in diesem Video bist du richtig, wenn du nicht auf jedes Problem den Schraubenzieher bekommen möchtest oder den Hammer. Hier gibt es Werkzeugkoffer und hier gibt es nicht in dem Moment, in dem du ins Gespräch kommst, schon eine fertige Antwort, sondern hier wird jedes Gespräch individuell analysiert. Jedes Gespräch und zwar auch jedes Mal, wenn du kommst. Machen wir mal hier weiter. Was denkst du, wie es ihr geht? Warum es ihr so schlecht geht? Es geht ihr schlecht. Nur, sonst hätte sie sich nicht gemeldet. Das ist hier wieder ein Gespräch aus der offenen Sprechstunde. Wenn du selber mal in die offene Sprechstunde kommen möchtest, kannst du dich über den Link in der Infobox anmelden. Ja, natürlich ist es erst einmal überhaupt nicht schön, wenn wir nicht zurückgegrüßt werden. Das ist auch nicht natürlich, nicht normal. Normal, natürlich ist, dass wir spiegeln, dass wir das Verhalten spiegeln. Sie grüßt, er grüßt. Es gibt ja hier Vorannahmen, die gibt es bei dir wahrscheinlich auch. Es gibt Vorannahmen, Ängste, was passieren kann, weswegen überhaupt über so eine lange Zeit dieses Verhalten, also man begegnet sich zufällig und grüßt, warum das so eine große Bedeutung hat. Ja, es ist der einzige Kontakt, den sie haben. Die Vorannahme ist, ich verrate es euch und dann werdet ihr denken, war ja logisch, wusste ich. Die Vorannahme ist, er
will nicht mit mir zusammen sein. Er will mich nicht. Er lehnt mich ab. Das ist die Vorannahme. Und wenn mit dieser Vorannahme so etwas passiert, wie das Winflemino nicht mehr grüßt, sondern an ihr vorbeischaut und sie fährt ungegrüßt weiter. Wenn das passiert, dann hat Winflemine Angst, dass das der Anfang vom Ende ist. Erst grüßt er mich nicht mehr, dann geht er mir aus dem Weg. Und dann sucht er sich eine andere und ich stehe dann da ganz allein. Das ist die Angst, die in diesem Moment sich ausbreitet. Und wenn man 10 Leute fragen würde, würden 10 sagen, ja, das ist der Anfang vom Ende. Gut, andere wiederum würden sagen, guck mal, wo du dich selbst nicht grüßt oder sonst irgendwie was. Ich gehe hier auch abhängig davon, wer mir das gerade erzählt und in welcher Verfassung er gerade ist, anders vor. Diese Twinflamine ist sehr, sehr empfindsam, sehr zurückhaltend, sehr feinfühlig. Und hier kümmere ich mich darum, wie es ihr geht und mache ihr deutlich, dass das, was sie befürchtet, nachvollziehbar ist, nämlich, dass das sich abwenden der Anfang davon ist, dass er ganz aus der Bildfläche verschwindet und sie alleine zurückbleibt. Und dann gucken wir uns an, wie es ihm geht. Er ist Twinflamino, er hat so seine Themen. Auch mit Twinflamine hat er so seine Themen, er hat so seine Schwierigkeiten. Und er hat in der Regel eine Eva in seinem Leben, also eine Partnerin, eine Ersatzpartnerin. Eine Partnerin, die ihm in seiner Entwicklung hilft oder die ihm dabei hilft, Zeit zu vergeuden. Beide drehen sich in der Regel Jahre und Jahrzehnte im Kreis, ohne dass es Lernerfolge gibt. Und das hängt auch immer mit Twinflamines Haltung zusammen. Passives Konsumieren zum Beispiel trägt nicht dazu bei, dass der Prozess beschleunigt wird, sondern Mind Transformation trägt dazu bei. Also die Verwandlung deiner Glaubenssätze, die diese Trennung überhaupt erst inszeniert haben. Diese Situation, die beiden sind Twin Flames und grüßen sich nur und jetzt grüßt er noch nicht mal mehr. Das ist alles Resultat der Gedanken in diesen beiden Köpfen. Und wenn Twin Flamine nicht anfängt, ihre Gedanken in ihrem Kopf zu untersuchen und zu verändern, dann wird er noch einmal eine Inkarnation brauchen. Er zieht nach. Sie ist der aktive Part. Das bist du in der Regel. Du, der Zuschauer, die Zuschauerin. Wir gucken uns aber jetzt mit Flamino an, wie ich es versprochen habe. Ihm geht es ja auch nicht gut in dieser Situation. Eigentlich liebt er Twinflamine und möchte eigentlich mit ihr zusammen sein, aber in seinem Kopf ist so viel Bullshit, dass er sich das nicht richtig vorstellen kann. Er hat so viele Themen und Probleme und dazu auch noch ein ungünstiges Kommunikationsverhalten, also er spricht nicht mit ihr darüber. Ne? Es ist nicht wie bei einem normalen Paar, die dann sagen, komm, lass uns mal zu jemandem gehen, der unser Gespräch moderieren kann, sodass wir miteinander sprechen können, sondern er schweigt und handelt komisch und nicht nachvollziehbar.
Erst einmal kann es ja wirklich sein, egal was mit Flamine gedacht hat, kann es sein, dass er sie wirklich nicht gesehen hat. Das kann auch zweimal hintereinander sein. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht recht groß ist, müssen wir das auf jeden Fall auch mal in Betracht ziehen. Erstmal so naheliegende Erklärungen für das Problem. Haben Sie denn den Stecker in dem Gerät? Bevor wir jetzt die ganzen Einstellungen durchgehen. Ihr kennt wahrscheinlich diese Frage von der Service-Hotline. Also es kann sein, er hat sie gar nicht gesehen. Es kann sein, er war in Gedanken und hat sie nicht gesehen. Er hat sie zwar gesehen, also er hat das Auto gesehen, sie auch, aber nicht wahrgenommen, dass sie das ist. Und das sieht dann natürlich aus dieser Richtung so aus, wie er hat mich angeguckt und durch mich durchgeguckt. Er kann 1000 Probleme haben. Ach, er hat 1000 Probleme und geht so, ist in seinen Gedanken und nimmt sie nicht wahr. Und jetzt gehen wir auch mal die Variante durch oder die Option durch. Er hat sie gesehen und sich entschieden, die grüße ich nicht mehr. Macht keinen Sinn, ne? Es macht überhaupt keinen Sinn, denn bei null Kommunikation miteinander über einen sehr langen Zeitraum gibt es für ihn keinen Anlass, urplötzlich einen Entschluss zu fassen, sie aus seinem Leben zu streichen. Diese Entscheidung fällt Twin Flamino, wenn Twin Flamine ihm zu nahe kommt, an ihm zerrt und so. Und hier gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür. Und siehe da, es gibt dann doch einen. Denn als ich die Klientin, das Mitglied, frage, was sie denkt, warum sich jemand umdreht. Also erst schaut er sie an und dann dreht er sich um und reagiert nicht mehr. Dann wurde ihr klar, okay, er will sich bewusst von mir abwenden. Und das bedeutet, irgendetwas ist ihm zu viel geworden. Und wir sind dann sehr, sehr schnell dahin gekommen, herauszufinden, was das zu viel war, nämlich unentwegtes Gedankenkreisen um Twin Flamino herum. Wie kriege ich ihn? Was macht er? Wann kommt er endlich? Was muss ich tun, damit er kommt? Was muss ich lassen, damit er kommt? Wann sehen wir uns wieder? Was hat das bedeutet? Jetzt hat er ein neues Auto. Bedeutet das irgendetwas? Ist Gefahr in Verzug? Also 1000 Millionen zerrende Gedanken. Ich will nicht sagen, dass an Twin Flamino zu denken per se verkehrt ist, aber in dieser Energie an Twin Flamino zu denken, es kommt ja alles bei ihm an. Es kommt in Echtzeit alles bei ihm an und es fühlt sich halt an wie so ein Zerren. Sie zerrt an ihm. Und das kann durchaus sein, dass sein höheres Selbst ihm den Impuls gegeben hat, ihr zu helfen. Sein höheres Selbst sagt, sie schafft es nicht, ihren Zweifel und ihre Ängste zu überwinden. Sie krallt sich immer noch an dir fest, obwohl du seit Jahr und Tag nichts mehr sagst und nichts mehr tust. Hilf ihr. Da Twin Flamino aber ähnlich wie Twin Flamine noch nicht so astrein mit seinem höheren Selbst verbunden ist, springt an dieser Stelle ganz schnell das Ego ein und sagt, gesagt, getan, ich helfe ihr, damit sie mich loslassen kann, ich gucke sie einfach nicht mehr an. Bäm, da haben wir die Situation. Das ist die Erklärung für diese Situation. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ich habe natürlich mit Twin Flamino nicht gesprochen. Aber dies ist die Erklärung, die uns zeigt, was zu tun ist. Damit Twin Flamino die Impulse, die von seinem höheren Selbst, also
von der göttlichen Führung kommen, im Klartext versteht und sinnvoll ausführt, dafür muss er eine klare Verbindung haben. Und da er diese Verbindung in der Regel nicht trainiert, er trainiert nicht in so einem Mitgliederbereich wie in meinem, den Kopf frei zu kriegen vom Bullshit, vom Ego-Bullshit und dann Gottes Stimme, die Stimme der Führung, deiner spirituellen Führung zu hören, das trainiert er nicht. Und da, an dieser Stelle, ist es nicht schlimm, macht er nicht, ist nicht schlimm, wenn und solange Twin Flame Mena einspringt. Wenn sie sagt, okay, wir nehmen jetzt einfach mal diese Erklärung von der anderen, es ist ein Übersetzungsfehler, das höhere Selbst hat ihm aufgegeben, du musst deiner liebsten Twin Flame helfen, dich loszulassen, also die Sorgen loszulassen. Und sein Ego hat das übersetzt in, grüß sie einfach nicht mehr, dann kommt sie schon klar, dann kann sie dich schon loslassen. Wir dürfen nicht vergessen, das Ego ist daran interessiert, die beiden in der Trennung zu halten. Ja? Wenn also Twin Flame sagt, ich gehe mal mit dieser These, also mit dieser Vermutung, arbeite ich mal weiter. Das ist die beste, mit der ich überhaupt arbeiten kann, weil alles andere ist so, ja, vielleicht war ein Gedanken und damit kann sie ja nichts machen. Ne? Also damit kann man nicht arbeiten. Und wenn dann diese Twin Flame daran arbeitet, ihre eigene Stimme, also die Stimme ihres eigenen höheren Selbstes zu hören, zu identifizieren, von der des Egos zu unterscheiden, dann hilft sie damit auch Twin Flamino, dass er das auch tun kann. Das ist total wichtig für beide, damit beide in sich glücklich sind und schlüssige Entscheidungen treffen, ist es notwendig, dass beide hier über das Kronenchakra mit ihrer geistigen Führung verbunden sind und die Nachrichten dekodieren können, verstehen können. Und es ist notwendig, dass das Ego sich hier auf physischer Ebene nicht einschalten kann, dass jeglicher Versuch des Egos, sich einzuschalten, um wieder die Trennung herbeizuführen, im Keim erstickt wird. Das, was dazu notwendig ist, ist, das kannst du dir vorstellen, bei 24 Stunden am Tag, a 60 Minuten, a 60 Sekunden, die das Ego torpediert, da ist es natürlich notwendig, wenigstens 24 Minuten am Tag einem Geistestraining nachzukommen. Dabei unterstütze ich dich sehr gerne. Wenn dir das gefallen hat, melde dich an. Der Link ist unter dem Video. Tschüss!